Ja, moin zusammen. Mein Name ist Stefan Ramming-Friesen. Ich bin 37 Jahre alt und komme aus Oberlangen im Emsland. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause mit 150 Hektar und 4 Hähnchenstellen an einem anderen Standort. Und hier befinden wir uns in einem 2000 Quadratmeter Hähnchenstall mit aktuell 38.000 Tieren im Stall und mit Sprungtischen ausgestattet. Wir messen hier Haltungsstufe 2, Tierwohl, und die Tiere sind jetzt 6 Tage alt und es ist schön mollige 30 Grad hier im Stall. Genau, eingestreut haben wir hier mit Strohgranulat und ja, den Tieren geht es sehr gut, sind sehr gut verteilt. Was besonders ist hier noch, dass wir hier getrennt geschlechtlich mästen. In der Mitte ist eine Absperrung, das heißt, dahinter befinden sich ausschließlich Hähne und hier vorne sitzen die Hennen. Das heißt, beim Vorgriff werden nur Hennen vorgefangen und die Hähne bleiben länger, weil sie höhere Tageszunahmen haben und eine bessere Futterwertung. So versuchen wir noch effizienter zu mästen. Hier haben wir auch noch Sprungtische im Stall. Das sind 200 Quadratmeter, das sind ca. 10% der Stallfläche, damit die Tieren noch unterschiedliche Ebenen angeboten wird. Ja, Hühner mögen es gerne auf die Sprungtische, aber auch gerne drunter. Das ist sozusagen ein Schutz, das sind natürliche Verhaltensweisen und die könnt ihr hier gut ausleben. Ja, aktuell sind die Sprungtische noch nicht so gut angenommen. Die Tiere sind 6 Tage, aber in ein paar Tagen sitzen die Tische voll. Wie man hier vorne auch sieht, sitzen schon ein paar drauf. Jeden Tag werden es mehr und die werden wirklich sehr gut angenommen. Das macht auf jeden Fall Spaß, das mit anzusehen. Ich habe Landwirt gelernt und anschließend nach der Ausbildung habe ich 3 Jahre Agrarwissenschaften in Osnabrück studiert mit dem Schwerpunkt Geflügelwissenschaften und habe meine Bachelorarbeit mit der Firma Big Dutchman zusammengeschrieben und das über den Wärmetauscher. Bei der Bachelorarbeit haben wir einen Stall mit Wärmetauscher gefahren und einen ohne. Und ja, ich hatte 10.000 Euro Unterschied und so konnte ich wirklich sehen, dass ich bis zu 50% an Gas gespart habe und hatte allerdings ja leichte höhere Stromkosten, aber trotzdem hat es wirklich 10.000 Euro ausgemacht und so konnte ich ein Jahr komplett testen und es war für mich sofort, ich war sofort überzeugt davon und habe auch bei den alten Stellen die Wärmetauscher anschließend nachgerüstet. Ja, bei den alten Stellen, die jetzt circa 20 Jahre alt sind oder gute 20 Jahre, haben wir auch Photovoltaik drauf, wo die EEG dieses Jahr ausläuft und jetzt versuchen wir oder denken wir darüber nach, einen großen Stromspeicher uns anzuschaffen, wo wir die Altanlage mit nutzen wollen, damit wir den Strom, den wir selber günstig produzieren, dann auch selber verwerten können. Ja, 2013 haben wir diese beiden Ställe gebaut und ich habe mich für die Firma Big Dutchman entschieden, da ich bei der Firma Big Dutchman die ein System haben, wo ich mit dem Handy jederzeit auf die Ställe zugreifen kann und jede Fütterung, jeden Fütterungsbahn, jeden Lüfter kann ich ansteuern per App und das war mir wichtig, falls mal nachts Alarme sind, kann ich sofort schauen, wie wichtig ist der Alarm. Und auch wenn ich mal im Urlaub bin, kann ich zu jeder Uhrzeit auf die Hähnchen draufschauen und sehen, was im Stall los ist. Und das war mir eine Menge wert und deswegen habe ich mich damals auch für Big Dutchman entschieden. Ja, in diesem Stall habe ich auch noch eine automatische Tränkenspülung. Das heißt, ich kann zu jeder Zeit die Tränken spülen mit Normalwasser oder mit Zusätzen. Und ja, gerade die Trinkwasserqualität in der Hähnchenmast ist sehr wichtig. Am Anfang, wenn die Tiere kommen, muss das Wasser super sauber sein und auch in den Leerstandsphasen kann man stetig und einfach die Tränkeleitung desinfizieren und damit man auf jeden Fall keinen Biofilm bekommt. Ja, aktuell haben wir eine wirtschaftliche sehr gute Situation in der Hähnchenmast und auch für die Zukunft wird Hähnchenfleisch immer beliebter. Somit glauben wir auch, dass wir mit der Hähnchenproduktion hier gut aufgestellt sind und ja, hoffen, dass das auch so bleibt.